Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen beim Digitalfuchs. Ich möchte euch heute den Daihatsu TAFT GT vorstellen mit zwei Gleichgewichtspunkten. Wir schauen uns dieses Fahrzeug einmal in Ruhe drumherum an. Hier hinten auch mit Nummernschild. Die Lackierung finde ich sehr, sehr schön im Flecktarnmuster. Die Räder finde ich sehr gut gelöst. Drahtseile vorne gespannt über der Motorhaube bis hinten nach oben zum Gepäckträger für die Verwindung. Sehr, sehr schön gelöst. Schauen wir uns das Fahrzeug mal kurz von innen an. Hier auch im schlichten Design wahrscheinlich original an das Fahrzeug angehalten. Mit dem Tacho, mir fällt auch hier wieder auf, der obligatorische Spin-Tires-Tacho ist nicht verbaut. Das heißt, wir haben einfach einen schönen Mod hier mit Sportsitze innen drin. Obendrauf auch nochmal Materialien, die im Flecktarn sind. Ein Radio ist da unten noch mit eingebaut. Ihr seht es ein bisschen mit Navi. Ein Sportlenkrad. Insgesamt wunderschön gemacht. Die Spiegel natürlich dunkel. Kein Innenspiegel, also in der Mitte. Instrumente in der Mitte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir schauen uns die Anbauteile noch kurz an. Wir haben hier einmal eine Kraftstoffkapazität von 80 Liter, die man zusätzlich noch mit drauf machen kann. Das Fahrzeug hat 200 von 999 Liter. Also hier ist unrealistisch quasi dargestellt worden, wie viel Liter Volumeninhalt im Fahrzeug sind. Und wir haben hier nochmal 100 Reparaturpunkte, die wir als Ersatzrad drauf machen können. Verbauen wir beides mal so drauf und schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ich muss euch vorwarnen, das Fahrzeug ist sehr, sehr laut. Wir werden hier eine kleine Spritztour drehen. Und ich werde euch dann noch was dazu erzählen, wenn wir den Motor wieder abgestellt haben. So, ihr habt's gehört. Der Motor ist natürlich total laut. Ich weiß nicht, ob das Original bei diesem Fahrzeug auch so ist. Wer es mag, ist vollkommen in Ordnung. Ansonsten, ich für mich müsste es ein bisschen leiser stellen. Wir sehen hier auch den Schnorchel richtig schön für den Lufteinlass. Nochmal. Also insgesamt, da vorne hier nochmal mit dem Daihatsu-Symbol. Wir machen hier auch nochmal die Lichter an. Fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also optisch ist der Mod mal wieder wunderschön gelöst. Muss ich wirklich sagen. Also für die Abwechslung ist hier tatsächlich gesorgt. Auch die Lackierung so ein bisschen mit den Schichten drauf und so. Herrlich. Also gefällt mir wunderschön. Wie seht ihr das Ganze, liebe Leute? Schreibt mir doch mal was Nettes in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ein Like wäre natürlich auch klasse. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, würde ich mich natürlich auch super darüber freuen, wenn ihr ein Abo dalassen könntet. Ich versuche euch jeden Tag ein neues Fahrzeug vorzustellen. Bis dahin, euer Digitalfuchs.